Hallo und herzlich willkommen bei Antalya Side Livestream. Ich bin hier gerade in Side. Wir haben einen sehr, sehr heißen Tag. Also ich bin hier gerade in der Seitenstraße von Side runtergegangen in Richtung Strand. Und wir haben heute 37 Grad und wir haben die Tage sehr, sehr heißes Wetter. Und ich wollte euch mal gerne hier zeigen, von der Seitenstraße zum Strand hoch, wie es hier jetzt bei dieser Hitze hier aussieht. Weil ich bin hier gerade in einer Straße, wo man hier vom kurz vor Side, bis wie weit man gehen kann, rechts runtergegangen bin. Und von hier aus gibt es auch eine kleine Einkaufsstraße und der Weg führt hier direkt hoch zum Strand und den werden wir mal jetzt hier anschauen zur Promenade. Denn Side sollte man sowieso auch immer gesehen haben, aber natürlich auch Antik Side. Und es gibt ja auch mehrere Seitenstraßen in Side. Und das ist hier eine Seitenstraße kurz vor Side, die hier, wie gesagt, direkt zum Strand führt. Und in dem Bereich hier gibt es auch sehr, sehr viele kleine Hotels, also Mini-Hotels, kleine Hotels. Hotels und auch viele Bars, Restaurants, wo man auch hier gut was essen kann, was trinken kann. Und vor allem jetzt auch hier vorne, gleich direkt, wenn man am Strand ist, gibt es hier viel Bistros und Bars. Parkplatz ist ein bisschen schwer hier zu finden. Da sollte man schon möglichst ein bisschen vorher einparken, wenn man hier die Straße kommen will. Und hier sieht man schon das schöne, klare, blaue Wasser. Das Meer hier von Side. Und man sieht auch, wie voll hier alles ist. Wenn wir jetzt hier hochgehen, das ist erstmal der Blick in Richtung Kumköy, sagen wir mal so. Und jetzt sind wir hier auf der Promenade. Und da kann man schon sehen, wie voll es hier ist. Man sieht die ganzen Sonnenschirme. Hier einmal der Blick in Richtung Meer. Hier einmal der Blick in Richtung Boote, Meer. Und jetzt der Blick in Richtung Antik Side. Fängt mit dem kleinen Fischerhafen an. Und da schauen wir jetzt in Side Ortsmitte. Und hier nochmal die Promenade und das erste Hotel, was da losgeht, ist das Jan Garden Hotel. Das geht da vorne los. Also die Promenade hier von Side geht von der antiken Stadt los bis nach Kumköy. Insgesamt 4 Kilometer entlang geht es hier bis nach Kumköy, die man hier sowohl am Abend als auch am Tage auch spazieren gehen kann. Und das ist hier, wir gehen mal hier in die Richtung und schauen uns mal hier an. Wie es von hier aus auf der Promenade ist. Aber hier der schöne Blick in Richtung Kumköy nochmal. Und man sieht auch, dass überall die Liegen voll sind. Also von hier aus sieht man das jetzt, dass hier die Liegen alle voll sind. Die liegen aber auch alle ganz schön dicht beieinander hier, die ganzen Leute. Da müsste ich ja im Wasser zurückgehen, wenn ich dort auf dem Rückweg filmen will. Hier nochmal von der Promenade aus. Es ist auch jetzt
Mittagessenzeit, man sieht in den Bars, in den Restaurants, in den Beachbars hier immer ein paar Leute, die gerade etwas essen und trinken. Hier zum Beispiel das Özlem Garden Hotel, das den Villaside Hotels gehört, zu der Villaside Kette. Die haben hier auch ihren Strand, das Özlem Garden Hotel. Und vergiss doch bitte nicht, das Video zu teilen, um auch vielen Leuten zu zeigen, wie es hier jetzt aktuell ausschaut, die demnächst hier nach Side kommen sollten. Dass sie auch schauen, dass es hier sehr, sehr voll ist. Dass es hier auch eigentlich zu voll ist, gerade, sagen wir mal so. Und unter den ganzen Sonnenschirmen befinden sich auch natürlich überall viele Menschen und viele auch im Wasser. Aber man sollte natürlich vorsichtig sein, wenn man hier ins Wasser geht, vor allem in der Mittagszeit, dass man sich sehr gut eingecremt hat. Egal von welcher Perspektive, man sieht hier wirklich nur Sonnenschirme. Das kann man auch sehen hier. Das ist dann jetzt aktuell Strand und Promenade in Side bei 37 Grad. Man sieht, dass die Leute im Wasser sind oder gerade zum Mittagessen sind. Auf den Liegen sieht man wenig Menschen. Also es sind hauptsächlich Leute im Wasser. Hier an der Promenade von Side. Und den Weg, den ich gerade gehe, der geht bis nach Kumköy, bis zum Kohler Hotel, für alle, die es nicht wissen. Man könnte von der antiken Stadt losgehen und man kommt bis zum Kohler Hotel, wenn man die Promenade entlang geht. Sieht schon. Jetzt sind wir hier gleich vor den Side Star Hotels. Wir sind sogar schon vom Side Star Park Hotel, sehe ich gerade. Und jetzt sind wir hier vor dem Side Star Beach Hotel. Man sieht auch, dass viele jetzt beim Mittagessen sind. Hier auch. Das kann man eindeutig hier sehen. Dort hinten. Jetzt sind wir hier vor dem trendy City Beach Hotel, das 16 Plus Hotel. 16 Plus heißt, dass ein Hotel ab 16 ist. Und das ist hier auch der Strand.
Strandabschnitt dann. Und hier kommen auch dann viele Bars und Bistros. Und so schaut es hier aus. An der Promenade in Ziede. Für alle, die demnächst herkommen sollten. Es wird sehr, sehr heiß jetzt. Heute sind es noch 37 Grad, morgen sind es 39 Grad. Und nächste Woche ist es im Allgemeinen viel, viel heißer. Von daher vorsichtig sein in der Mittagssonne vor allem. Hier nochmal der Blick in Richtung Ziede, was auch ein sehr, sehr schöner Blick ist. Eine schöne Perspektive von hier aus. Das Handy wird auch schnell heiß bei der Hitze. Sollte auch auf die Elektrosachen ein bisschen achten. Und man sieht hier auch, wie gesagt, überall die Sonnenschirme. Und das ist die Promenade, die bis nach Ziede geht, wie gesagt. Zwischen Kumkö und Ziede, die insgesamt 4 Kilometer geht, ist am Abend auch, wie gesagt, sehr schön zum Spazieren. Tagsüber ist es gerade ein bisschen heiß. Und man sieht schon, dass sogar in Ziede ganz schön voll ist. Gestern waren wir in Evrenzeki am Hafen und sind den Hafen hochgegangen und da hat man in beide Seiten geschaut, haben wir uns beide Seiten angeschaut, einmal in Richtung Ziede und einmal in Richtung Antalya. Und da haben wir bei beiden Seiten gesehen, dass es dort auch sehr voll ist. Und einen Tag später sind wir hier in Ziede. Und hier sehen wir auch, dass es sehr, sehr voll ist. Das heißt natürlich, dass hier im Allgemeinen die ganze Region sehr voll ist. Es ist überall sehr gut besucht hier bei uns.
Und hier sind wir jetzt wieder vor dem Özlem Garden, das Hotel, was auch der Villaside-Kette gehört. Den Villaside-Hotels. Und der Weg hier immer geradeaus führt, wie gesagt, bis nach Side. Wir gehen heute aber nicht ganz in Side rein, aber wir gehen noch da vorne hin und schauen uns von da aus nochmal den Strand in Richtung Kunkel an. Heute ist auch Samstag, heute ist Bazaar in Side, für alle, die es interessiert. Und wenn ich später noch Zeit habe, werden wir uns noch mal kurz den Bazaar anschauen. Für alle, die es interessiert, für alle, die es nicht wissen, für alle, die demnächst herkommen und gern einen Bazaar in der Side, in Side besuchen wollen. Es ist hier jeden Samstags Markt in Side. Da habe ich schon bestimmt zur jeder Jahreszeit vier, fünf Mal schon ein Video gemacht. 4 oder 5 Mal. Aber es ist auch immer sehr schön auf dem Bazar. Man kann da gut einkaufen. Viele getürkte Sachen. Und das ist hier jeden Samstag in Side. Und hier sieht man auch, wie klar das Wasser hier ist. Das ist ja auch hier eine Bucht hier. Und hier sieht man auch, dass hier das Wasser ganz klar ist. Und von hier aus nochmal der Blick in Richtung Evrensiki. In Richtung Kumköy. Tolakle, Antalya. Und man sieht auch, dass es sehr voll ist bei uns. Also wenn man allein daran denkt, meiner ersten Videos damals, wo ich eben Januar, Februar hiermit angefangen hatte, mit Antalya Livestream, und da hatte ich ja auch immer den Strand und die Promenade euch gezeigt gehabt, aber das ist ja kein Vergleich zu damals, kein Vergleich zur Winterzeit. Also wenn man sich hier jetzt anschaut, wie voll es jetzt hier ist, im Hochsommer, jetzt im Juli. Kann man das nicht vergleichen wie im Winter natürlich. Und genau hier an dieser Stelle geht eine Straße hoch, die ich auch runtergekommen bin, und die werden wir jetzt auch wieder hochgehen, aber erstmal zeige ich hier noch mal
kurz den Strand. Also genau hier an dieser Stelle für Leute, die von Cida aus zu Fuß zum Busbahnhof wollen, geht hier eine Straße hoch und die führt hier direkt zum Busbahnhof, die Straße hier. Zwischen den beiden Bistros hier. Von hier aus kommt man direkt zum Busbahnhof, wenn man die Straße immer weiter gerade ausgeht. Und hier gibt es auch viele kleine Hotels in den Seitenstraßen direkt ins Ziel. Und Geschäfte sind hier auch, das sieht man in den Straßen hier. Und wenn man den Hügel da jetzt hochgeht, kommt man ungefähr beim Busbahnhof an, also da, wo die antike Stadt Cida losgeht, so weit, wie man dort mit dem Auto fahren darf. Aber ich werde jetzt hier links die Seitenstraße gehen, weil es ja, wie gesagt, wenig Parkmöglichkeiten dort unten gab. Und dann kann man auch hier jetzt sehen, wo man auch parken kann. Hier ist auch ein kleines Hotel, Cida Ellis Beach Hotel zum Beispiel. Oder hier Daria Motel Free Room. Es gibt hier überall so kleine Hotels hier in den Seitenstraßen. Und die sind jetzt auch über die Feiertage voll. Schau mal, das ist hier zum Beispiel ein kleines Hotel. Das kann man hier sehen. Cida Ellis. Ich weiß nicht, wie viel Zimmer so ein kleines Hotel hat, aber sogar englische Flagge ist da. EU-Flagge. Und hier könnte man dann parken und dann ist da runtergehen im Hochsommer, weil es ist, wie gesagt, sehr, sehr voll da unten. So, und dann steht auch hier schon mein Auto. Und dann fahren wir auch später dann zum Bazar. Ich denke mal innerhalb der nächsten halben Stunde. Ich muss auch kurz hier ums Eck zu einer Stelle und danach schauen wir uns mal den Bazar an am Samstag heute. Bei 37 Grad. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Bis später dann und einen schönen Tag euch allen und auf Wiedersehen.